Wenn Sie grenznahe Ihren Laden haben, kennen Sie den Ausdruck Tax-Free, das heißt steuerfrei. Hierbei gibt es ja eine Standardvariante und eine optionale Variante. Dieses Video soll die optionale Variante behandeln. Ich möchte aber kurz die Standardvariante nochmal in Erinnerung rufen. In den Systemeinstellungen können Sie generell sagen, ich will Tax-Free haben oder auch nicht. Dazu klicken Sie auf der Karteikarte Verkauf und dann Leistungsmerkmale. Hier können Sie Tax-Free bei uns erlauben, aktivieren oder deaktivieren. Haben Sie es aktiviert, können Sie die Akzeptanztage hinterlegen. In unserem Beispiel sage ich jetzt einfach mal 60 oder 90. Was bedeutet das? Das heißt, wenn Sie vom heutigen Tag maximal 90 Tage rückwirkend gehen, ist es genau der Zeitraum, wo Sie sagen, vom heutigen Tag eingestellte Tage rückwärts akzeptiere ich Bons, die in einen Tax-Free-Bon umgewandelt werden können. Hierbei können Sie bestimmen, wie hoch die Anzahl der Tage sein soll. Maximal sind es 999 Tage. Was Sie da allerdings einstellen, müssen Sie selber wissen. Okay, also das heißt, wir sagen, wollen wir haben. Die Standardvariante ist die, dass Sie über die Toolbox gehen und dort auf Bonkopien klicken oder einfach B für Bonkopien wählen. Nun können Sie einen Bon auswählen und können sagen Tax-Free und sagen, ja, ich mache einen Tax-Free-Bon. Und jetzt hat er einen Tax-Free-Bon erstellt. Er zeigt Ihnen an, dass Sie nun die beinhaltende Mehrwertsteuer in Höhe von 15,96 Euro für unser Beispiel an den Kunden nun auszahlen können. Diese Information bleibt so lange stehen, bis Sie den Kunden das Geld ausgehändigt haben und Enter gedrückt haben oder einfach auf OK geklickt haben. So, und jetzt schauen wir uns allerdings dieses Fast Tax-Free an, dieses schnelle Erstellen eines Tax-Free-Bons, ohne dass Sie in die Bonkopien noch müssen. Wenn Sie dieses optionale Modul über Lizenz, Freischalten und Versionswechsel zusätzlich mit erworben haben, haben Sie diesen Button Tax-Free hier vor sich. An dieser Stelle möchte ich Ihnen vielleicht darauf hinweisen, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, wenn Sie in den Systemeinstellungen unter Verkauf auf Bon gehen und sagen hier, Sie wollen Ihre Bonnummer als Codebar ausdrucken, das heißt das ERN-Code. Das schauen wir uns einfach mal kurz an. Und zwar, ich mache jetzt mal hier eine Kopie drucken. Von dem mache ich eine Kopie drucken und von dem mache ich jetzt einfach eine Kopie. So, das Ganze scanne ich ein und zeige es Ihnen dann gleich. Hierzu habe ich einfach mal schnell Windows Fax und Scan geöffnet und sage neuer Scan. So, und sage hier, scan mal das ganze Ding ein. So, und jetzt hat es eingescannt und wir haben hier unseren Scan vor uns, Den wir natürlich auch per Doppelklick größer machen können, und das machen wir einfach mal. Das sind derzeit die Bonkopien und so sehen die dann aus. Das heißt, wir haben hier oben unsere Bonnummer, dieser ERN-Code, der da steht, und unser normaler Bon halt. Über den DIN, also nicht über den DIN A4-Drucker, sondern natürlich über den Bon-Drucker. So, nun haben wir die Möglichkeit, dieses schnelle Erstellen von Tax-Free-Bons zu verwenden, indem wir auf den Button Tax-Free klicken oder einfach F drücken, um das gleichnamige aufzurufen. Das heißt, dieses neue Fensterchen, wo Wabi Profi 3 nun auf den Scan der Bonnummer wartet. Oder Sie können natürlich auch die Bonnummer einfach von der Hand eingeben. Ich scanne jetzt mal unseren Bonnummer 2 ein. Ich scanne drüber. So, Wabi Profi 3 sucht gleich nach dem Bon und sagt, hey Benutzer, willst du für diesen Bon jetzt einen Tax-Free-Bon erstellen? Sie haben nun die Möglichkeit, für 20 Sekunden Ihre Entscheidung zu treffen. Sollten Sie länger als 20 Sekunden warten, sagt Wabi Profi 3, hey, das war anscheinend ein Fehler vom Benutzer, ich breche den Vorgang selbstständig ab. Und das ist genau jetzt passiert. Er sagt, du hast keine Entscheidung getroffen, lieber Benutzer, also treffe ich die Entscheidung. Bei 20 Sekunden, um hier zu sagen, ja, das will ich, also das sollte mehr als ausreichend sein. Des Weiteren prüft natürlich Wabi Profi 3, ob wir von Ihnen eingegebenen Bonnummern bereits Tax-Free Bons erstellt worden sind. Und zwar, ich probiere das mal. Ich scanne jetzt mal hier einen Bon ein. Okay, wir sollten uns natürlich in dieses Feld stellen. Machen wir es nochmal. So, ich scanne das ein und jetzt sagt er das mal auf. Ist zwar schön, dass du mir jetzt eine Bonnummer gegeben hast, lieber Benutzer, aber für diese Bonnummer 6 wurde bereits eine Tax-Free-Auszahlung getätigt. Und zwar erhalten wir nun eine Auflistung mit den Originalbonen, mit den Auszahlungsbonnummer und mit den Tax-Free-Bonen. Das heißt 1, 6 und 7. Das sehen wir uns jetzt mal in den Bonkopien an. In den Bonkopien sehen wir, dass wir unsere 1
über 99, 97 einen Barzahlung hatten. Vielleicht fällt Ihnen auch an dieser Stelle auf, dass hier der Hintergrund leicht grünlich ist. Klicke ich da hingegen auf einen normalen Bon, auf einen EC-Bon ist die Schriftart blau, auf einen Bar-Bon ist der Hintergrund weiß und wenn ich einen Tax-Free-Bon habe, ist der Hintergrund leicht grün. Das ist für Sie ein Zeichen, es handelt sich um einen Tax-Free-Bon. Und wenn wir die 1, die 6 und die 7 anschauen, wie wir gerade in der Information erhalten haben, sehen wir, dass die Nummer 6 sich hier auf den Bon Nummer 1 bezieht. Und zwar wurde für diese 99,97 eine Gegenbuchung erstellt, das heißt eine Auszahlung getätigt. Nun wissen wir, dass der Bon 7 zu der Bon Nummer 1 und 6 gehören und den schauen wir uns auch an. Wir klicken die 7 an. In der 7, also bei der Bon Nummer 7, sehen wir nun die Information, dass der Originalbon die Nummer 1 war und der Auszahlungsbon die Nummer 6 war. Somit haben wir eine Auszahlung in Höhe von 99,97, was den Originalbuchungsbetrag mit der Bon Nummer 1 neutralisiert. Auch die darin enthaltene Mehrwertsteuer wird neutralisiert durch die Auszahlung. Aber es wird im Gegenzug eine neue Einnahme verbucht und zwar mehrwertsteuerneutral. Wir sehen hier, dass wir hier den Nettobetrag von 84 Euro und 1 Cent mit 0% Umsatzsteuer, sprich Mehrwertsteuer, versehen haben. Ein Beispiel oder als Beweis, in den 99,97 sind 15,96 Euro Mehrwertsteuer drin und wir haben einen Nettobetrag von 84,01 Euro. So viel nochmal als Hintergrundinfo einfach. So, also wir wissen jetzt, Wabi Profi 3 passt da ein bisschen auf. Dass er sagt, okay, wenn für irgendeinen Tax-Free erstellt worden ist, prüfe ich mal, ob das überhaupt noch möglich ist. Und wenn nicht, erhalten Sie diese Information, dass es nicht möglich ist, auch mit der Referenz der getätigten Bonnummern. Okay, wenn wir jetzt einen Bon nehmen und wir wollen für einen Bon einen Tax-Free erstellen, wir scannen die Bonnummer ein, sagen nun, ja, das wollen wir. Das heißt, mit den Pfeiltasten nach oben und Enter oder mit der Maus einfach drauf. Und Wabi Profi 3 macht nun Folgendes. So, er erstellt nun den Auszahlungsbon. Im Gegenzug wird der Tax-Free-Bon erstellt, die mehrwertsteuerneutrale Einnahme. Und Sie erhalten nun die Information, dass Sie diese 1,92 Euro nun an den Kunden bitte auszahlen sollen. Diese Information bleibt so lange auf dem Bildschirm, bis Sie mit Enter bestätigen oder mit dem Finger auf den Touchscreen klicken, auf diesen OK-Button oder dementsprechend mit der Maus auf OK klicken. Zu den Bons sei vielleicht noch Folgendes zu sagen. Oder andersrum, Sie erhalten ja die Zollbescheinigung des Kunden und zu dieser Zollbescheinigung heften Sie natürlich diesen Auszahlungsbon und diesen Neutralisierungsbon hinzu, so damit Sie oder ein Prüfer zu jedem beliebigen Zeitpunkt reproduzieren können, warum Sie hier einen Tax-Free gemacht haben. Okay. Auch prüft Wabi Profi 3 selbstverständlich, ob die von Ihnen eingegebene Bonnummer, die Sie entweder mit der Hand eingeben können oder einfach einscannen können, vorhanden ist. Nochmal, ich drücke Enter und jetzt sagt er, hey, ich finde diese Bonnummer nicht, zeigt Ihnen diese Information wieder für 15 bis 20 Sekunden an und wenn Sie dann nicht selber auf OK geklickt haben, dann macht er das für Sie. So, damit Sie nun erneut die nächste Bonnummer einscannen könnten. Wenn Sie sagen, ja, wie bringe ich denn das Fenster schnell wieder weg, einfach auf Abbrechen klicken oder Escape drücken. Das ist genau das Gleiche. Zusammengefasst sei zu sagen, dass wenn Sie sehr viele Tax-Free-Bons tätigen müssen an einem Tag, ist diese optionale Variante der Fast-Tax-Free, also des schnellen Erstellens eines Tax-Free-Bons, durchaus interessant, weil es Punkt 1 sehr schnell geht, Punkt 2 absolut sicher eigentlich ist und das Schöne ist halt auch das, dass Sie nicht in den Bon-Kopien hier rumsuchen müssen, weil wenn es nämlich ein Bon war, der vielleicht vor 90 Tagen, also den Ursprung hatte, das heißt, da haben Sie ihn erstellt, Sie haben gesagt, bis zu 99 Tagen rückwirkend akzeptieren Sie Bons. Müssen Sie natürlich hier erstmal suchen oder Sie müssen dann hergehen und sagen, pass mal auf, ich suche den Bon mit der Nummer 7 und so weiter, müssen da rumklicken und können dann auf Tax-Free klicken, wenn für diesen Bon, wie in unserem Beispiel, natürlich noch kein Tax-Free erstellt wurde. So, bei uns ist halt deaktiviert, weil Tax-Free ja schon für die Bon Nummer 7 erstellt wurde. So. Wenn Sie sagen, ja, das ist mir zu aufwendig, dann ist es durchaus interessant, dass Sie sich für diese optionale Geschichte entscheiden, die Sie über Lizenz, Freischalten und Versionswechsel hinzubuchen können. Zu guter Letzt sei vielleicht noch zu sagen,
So, wenn Sie für einen Bon, für den Sie eine Gegenbuchung erstellt haben und auch zugleich einen Tax-Free-Bon erstellt haben, wenn Sie diesen im Nachhinein sagen, ach, jetzt will ich den vielleicht mal wieder stornieren, sorry, geht leider nicht. Ich vergleiche das jetzt mal mit der Autobahn. Wenn Sie auf die Autobahn fahren, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Entscheidung im Vorfeld zu treffen. Ich will auf die Autobahn fahren. Nun setzen Sie den Blinker und begeben sich auf die Auffahrt. An dieser Stelle, wenn Sie zur Einmündung auf der Auffahrt sind, haben Sie noch die Möglichkeit umzudrehen. Dass Sie sagen, drehe ich schnell um. Wenn Sie hingegen auf der Autobahn sind, müssen Sie bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren. Ist halt einfach so. So. Deswegen haben auch Sie hier die Möglichkeit, etwas einzuscannen und dann zu überprüfen, ob Sie das wollen. Wenn Sie Enter drücken, kommen Sie automatisch raus, das heißt, er nimmt Abbrechen. Wenn Sie Escape klicken, passiert natürlich nichts, also das heißt, Sie müssen hier Ihre Entscheidung treffen, ja oder nein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, klicken Sie auf Abbrechen. Dann einfach erneut einscannen. Und hier auch bitte, möchte ich vielleicht an Sie appellieren, dass Sie wirklich auf Ihren Bildschirm schauen und sagen, ha, die Bon Nummer 4, ist es auch die? Ja, die will ich haben, will ich nicht haben. Also gesagt, haben Sie hier einmal ja gesagt, Tax-Free-Bon erstellen, ist es vorbei. Dann können Sie diesen Vorgang nicht mehr abbrechen und nicht mehr rückgängig machen. Jetzt gibt es die ein oder anderen, die sagen, ja, das habe ich doch gar nicht gemacht. Unter Auswertungen, Bewegungsübersicht, haben wir alle Informationen oder werden natürlich steuerrelevante Informationen gespeichert. Hier haben wir auch die Übersicht, dass Sie oder dass wir in unserem Beispiel einen Schnell-Tax-Free-Bon mit der Nummer 4 und mit der Nummer 2 erstellt hatten. Und hier kann man es auch eindeutig belegen. Das heißt, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das getan haben, können Sie darin jederzeit nachsehen, denn Ihre Aktionen werden dort protokolliert für Sie selber zur Reproduktion und natürlich eventuell für einen Prüfer. Ja, das war's schon mit den Tax-Free-Bons.